Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Wir reagieren auf Samra Topic 42 featuring Arash. Ich bin weg. Produziert wurde das Ganze von Boroboro und Digga. Letztes Mal, als dieses Topic-Ding da stand, Alter, das war Song des Grauens. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber wir gucken mal, was es jetzt für ein Song wird. Baby, bitte lass mal deine Filme, ich bin weg. Wir werden uns nie, nie wiedersehen. Ich will gar nicht wissen, wo du heute Abend schlägst, denn jeder sieht, wie fake deine Liebe ist. Bora, bora, delam, toro, toro, ne. Ja, ist halt dieser typische Song, den Samra halt macht. So, nicht den Samra macht, will ich nicht sagen. Wir geben uns das nochmal kurz hier. Ich will gar nicht wissen, wo du heute Abend schlägst, denn jeder sieht, wie fake deine Liebe ist. Gar nicht wissen, wo du steckst, so über die Fakeness der Weiber, so deine Liebe ist doch eh nicht echt, Alter, ist doch eh alles falsch gelogen und Digga, ich fall auf dich nicht mehr rein, mäßig. برو برو دلم تو رو تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت نمیخوام ببینمت. Digga, ich kann euch so schon sagen, überhaupt nicht mein Geschmack. Da, zu dem, den ich nicht verstehe, kann ich nicht viel sagen. So, ja, was soll ich jetzt sagen über das, was er rappt, singt, wie auch immer? Digga, ich verstehe ja eh kein Wort, so, wisst ihr, was ich meine? Aber auch dieser Beat, ist auch überhaupt nicht mein Geschmack. Aber ja, wie gesagt, Musik ist sowieso immer Geschmackssache. Aber mein Ding ist es jetzt nicht. Schau mich bitte nicht so an. Ja, das hier ist krank, aber ich bin doch der Mann. Wir wollen beide mit dem Kopf durch die Wand. Und das heißt, mit der Zeit bricht das Loft noch zusammen. Ran, warum kämpfen? Ah, das ist. Mann, Digga, wie soll ich das erklären? Digga, ich will den Street Samra, ne? Man kann ruhig auch solche deepen. Ja, was heißt deepen Dinger? Solche Themen machen, aber mach's so auf Straßenatmosphäre. Wisst ihr, wie ich das meine? Gefällt mir einfach nicht. Das ist so ein bisschen Musik wieder für den Streaming, so von meinem Gefühl. Wir nur miteinander, anstatt gegen die, die sagen, du passt nicht zu Samra. Ich dachte, die kriegen uns nicht auseinander. Du meintest, wir beide sind ein bisschen anders. Und so nimmt es seinen Lauf. Bitte geh nach Haus, ich halte dich hier nicht mehr aus. Bitte geh nach Haus, ich halte es hier nicht mehr aus. Ja, sind natürlich auch so Themen, wenn man schon so lange Rap, Hip-Hop hört wie ich so. Dann hat man solche Tracks auch schon so viele gehört, ne? So von der Thematik her, ne? Ja, line-technisch ist halt jetzt nichts, was einen umhaut, so. Ja, gut. Aber schreibt mal gerne auch in die Kommentare, was halt ihr davon. Ihr könnt mich auch gerne zu Tode haten, so, dass es nicht der Samra ist, so, auf den ich so Bock hab. Ich hatte sehr gute Hoffnung, gerade wo das Ding mit Bojan war, dachte ich halt, ich hatte so diesen Shindy Bushido-Effekt erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Bei Bushido war das ja Arm YF, so es ging auch langsam so runter, wisst ihr, was ich meine? Und dann durch Shindy, das hat ihm richtig geholfen. Oder bei diesem Kollege Asche-Ding hatte ich ähnliches Gefühl. Und gerade wo dieser Play Samra-Song kam, dachte ich, Alter, der könnte ihn richtig gut tun. Dann kam noch dieses Marlboro Gold vom Play alleine, Digga, Alter, alles richtig gemacht, Samra. Und aber es kommen immer wieder solche Songs, so Rapper, Musiker muss wissen, worauf er Bock hat, aber ich sag euch ganz ehrlich, das ist nicht den Samrat, den ich mir als Rap-Fan wünsche. Vielleicht kann ich dir nicht geben, was du brauchst, denn ich hab nur meine Seele und einen Traum. Ra. Wie oft sagtest du, dass du in Love bist, nur damit du irgendetwas kriegst? Doch ich geb dir keine zweite Chance, einfach aus Prinzip. Auch diese Stimmenveränderung jetzt gerade in dem Song, ne? Samras Stimme ist ja gerade das Einzigartige an diesem Künstler, weißt du? Diesen Hunger, den er hier präsentieren kann, oder diesen Hass, je nachdem, was das für eine Art von Song ist. Stell dir vor, so eine Art vom Song oder mit der hasserfüllten Stimme von Samra, Digga, Alter. Und dann, ich glaube, das könnte richtig knallen, auch bei der Thematik. Baby, bitte lass mal deine Filme, ich bin weg. Wir werden uns nie, nie wiedersehen.
fühle ich einfach nicht, Digga. Sag ich euch so, wie es ist. Ich hab's ja gerade schon gesagt, hatet mich, zerfleischt mich in den Kommentaren, was auch immer, Digga. Musik ist Geschmackssache. Vielleicht sagen auch 95% der Leute, ist ein geiler Song. Es kann ja eure Meinung sein, aber ich feiere ich nicht. Und, Digga, wenn es aber die richtige Musik war, wie das Ding mit Bojan zum Beispiel, war auch schon zumindest in die nice Richtung wieder, oder Rohdiamant, so. Ich bin halt aus dieser Richtung, diese Songs feiere ich halt, und viele mehr, aber ich brauche jetzt nicht alle aufzählen, ihr wisst schon, welchen Samurai ich will. Ich will gar nicht wissen, wo du heute Abend schlägst, denn jeder sieht, wie fake deine Liebe ist. Einbauen im Part, so fühle ich überhaupt nicht, und ich mag den Beat heute auch einfach nicht. عاشقت بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی. Zu Arash kann ich jetzt nicht so viel sagen, was er halt sagt und so. Hört sich jetzt nicht schlecht an, hört sich jetzt auch nicht so krass an, so ist okay, so, weißt du? Aber so mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Die هنوز دلم تو رو نمیخواد. اون روزا عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو بیبی بده لاس من این فینیش بن بیگ. Aber ja, ist einfach nicht mein Ding. Ich habe eigentlich alles zu dem Song gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, schreibt mir natürlich auch eure Meinung. Ich lasse nur mal kurz durchlaufen, so ein bisschen, und dann, ja, war's das. Wir werden uns nie wiedersehen. Ich will gar nicht wissen, wo du heute Abend schlägst, denn jeder sieht, wie fake deine Liebe ist. Digga, ist echt anstrengend, Digga. Sag ich euch so, wie es ist. Puh, Alter. Ja, jetzt geht der Beat noch mal ein bisschen zu Ende. Müssen wir jetzt nicht auf Krampf laufen lassen. Ja, schreibt mir natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem ganzen Song und von der Samra? Seid ihr meiner Meinung, oder vielleicht feiert ihr es auch? Lasst uns austauschen. Wenn ihr sonst Rap feiert, abonniert meinen Kanal, und ich bin raus, meine Freunde.